Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt, ein neues Let's Play Together. Resident Evil, The Umbrella Chronicles, und Alter, wird man hier gespoilert, ich überspringe mal schnell. Leute, ich bin nicht alleine da, nein, neben mir ist mein bester Freund Robin. Hey Robin, na? Das klang ja gerade so, als wäre es wieder der Erklärbär oder sowas. Hallo Leute, ich bin auch mal wieder am Start hier. So Robin, wir haben uns jetzt das Spiel vorgenommen, wir kennen es noch von früher, wir haben es früher gesuchtet wie die Kloppies. Ja, so ein bisschen, ne, also... Dark Side Chronicles. So, also wir haben schon mal getestet, ja, und ja, wir haben uns schnell wieder in die Steuerung reingefunden und sowas alles. Natürlich machen wir jetzt ein neues Spiel, weil wir können jetzt hier löschen. Ja, du gehst einfach aufzeichnen, neu, auf ein neues Spiel gehst du einfach. Ah ja, okay. Und überschreibst das zweite Spiel, ja. Ah, okay, gut. Zack, so. Genau. So, Mehrspieler-Operation und sowas alles, wird das überschrieben? Das wird überschrieben, klar. Sicher? Ja, denke ich doch. Na gut, alles klar. So, oh, ja, wir spielen auf normal, ne? Ich wollte sagen, zu schwer ist zu schwer, Marcel. Zu schwer ist zu schwer, wir sind dafür ja. Sind wir. Wir sind ja ein bisschen lame. Mal sagen. So, okay, wartet mal. Wir sind zwar schwer, aber so schwer nur auch wieder nicht, ne? Hier, wir können noch gar nichts machen, Archiv noch nichts, Punkte noch nichts, Waffen, Unergene, Chroniken, schaut das Hauptspiel. Aber Leute, wir müssen mal ganz kurz in den Optionen unbedingt beim Soundwart einstellen, weil wir haben beim Test rausgefunden, Alter. Die alten Schüsse sind viel zu laut. Viel laut, also die überschallen ja wirklich alles. Also auch wenn wir hier quatschen, also da würdet ihr uns überhaupt nicht quatschen hören. Wir machen mal testweise so die Hälfte ungefähr. Gucken wir mal bei den Parts, denn wir werden es ja beim Schneiden rausfinden. Gucken wir mal, wie krass der Unterschied denn ist. So, genau. Und dann noch, Bildschirm irgendwie, nee. Weil wir haben nämlich, uns ist nämlich auch aufgefallen, dass man aus Versehen die euren Cutscenes so schnell überspringen kann. Das ist voll scheiße. Punkte. Ah, nee, der wird noch. Untertitel, nee. Untertitel lassen wir mal an fürs Mitlesen. Laserpointer. Den anmachen? Nee, wa? Oder wollen wir den anmachen? Laserpointer, so ein. Kann man machen, vielleicht, wa? Ich hätte den Laserpointer. Ja, ich meine, dafür haben wir die Teile hier. Ja, also übrigens, ich bin blau, Marcel ist rot, ja. Ja, ich bin der rote Cursor hier. Ja, ich bin der blaue. Dann machen wir aus, okay. Wie immer blau hier, war. TP-Munition wird angezeigt, klar. Ja, klar. Und Punkte. Sagen, Punkte, naja, das muss nicht sein. Aber wollen wir nicht wissen, wie viele Punkte ihr da hat? Das ist doch geil. Zum Schluss steht es doch da immer, oder? Genau, Sichtanpassung, ja, scheiße Leute, da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht aus Versehen hier überspringen. Kontrolleinstellungen brauchen wir nicht. Okay. Na gut. Mal sagen, da müssen wir richtig klar. Sachte. Immer wenn die in irgendeinen Raum oder so rinkommen, müssen wir immer gucken erstmal, ob die da irgendwelche Cutscenes haben. Ja, am besten immer darauf achten, wenn die Cursor verschwinden. Genau. So Leute, also das Spiel ist ein, ja, vielleicht ein etwas anderes Resident Evil. Es ist quasi ein Zusammenschluss aus... Oh. Die Vorgeschichte. Es geht schon los. No cases involving BOWs have been reported since the Raccoon City incident. According to information we recently retrieved, a former Umbrella. Die Geschichte von Resident Evil ist ja bekannt, nicht wahr? Ach, verdammt interessant, ey. Auch die Filme finde ich sehr geil. Die Filme, genau. Da gibt es ja schon 6 Filme von. Mhm. Alter, ehemaliger Drogenboss. Ein Drogenboss, ein Drogenjunkie? Aus Kuba, oder? Nee. Nee. So, Leute, wir werden unseren Player. Also, erstmal hier, muss also wieder hier eintreten hier, wa? Ah, Robin so. Ist beigetreten. Ja, ich will das Spiel beitreten. So, wen bist du, Marcel? Wen soll ich nehmen hier? Nein, ich will Leon nehmen. Ich habe Resident Evil 4 schon Let's Played und da habe ich Leon irgendwie ins Herz geschlossen. Der ist aber so ein bisschen orangehaarig. Ja, diesmal ist er rothaarig in dem Spiel, müsst ihr aber drauf achten. Sieht ein bisschen auf wie Pat, oder? Findest du ja auch? Alter, richtig wie Pat. Stimmt. Pat, bist du das? Pat! Daten werden geladen. So, jetzt gleich die erste Cutscene, muss nicht überspringen. Ja, oder sagen, muss nicht überspringen, ja. Schön aus der Hand nehmen. So, und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt vorlesen sollen oder nicht. Das habe ich ja bei Resident Evil 4 Let's Play auch nicht gemacht. Nee, naja, ich meine... Irgendwo in Südamerika. Die meisten, also ich sag mal so, da das Spiel ja ab 18 ist... Ja, Leute, ganz wichtig, genau, Leute, das ist ganz wichtig, das Spiel ist ab 18, ja, also es wird Blut fließen, wir werden Leuten die Köpfe zerbäschen oder andere Körperteile zerfetzen. Genau, und blutige Asche fliegen durch die Gegend. Und, guck mal. Was denn das? Der sieht da aus wie so eine Mischung aus Gronkh und Sarazar, oder? Alter, echt mal. Ganz komisch mit dem Bart und die Haare so. Oh mein Gott. Mann. Also den suchen wir jetzt anscheinend, den Typen, eine Schlange. Schlange. Javier. Ah, guck mal, ein schöner Schmetterling. Oh nein, der ist bestimmt giftig. Meinst du, der sieht auch ein bisschen giftiger aus. Scheiße, was? Passt doch mal ein bisschen auf, ey. Alter, wie tough der einfach nur ist. Bestimmt voll Wodka an seiner Pulle. So voll tight irgendwie. Alter, oh, Moment mal. Wie war die Schlange? Alter, sind ja die Messereien, die er hat da. Er ist ein Muskelman. Das ist natürlich du auch gerade. Die erste Mission mit Krauser. Alter, Special Operation Command. Ui, okay. Ja, voll der Muskeltyp, ey. Ja, warum ist Leon rothaarig? Er ist noch voll jung. Das ist halt irgendwie total komisch. Wie alt ist denn der da? Ach, keine Ahnung. Der erste Mal... Spielt das noch vor Teil 2? Nee, ich glaube zwischendrin irgendwie. Ach, das ist mal ganz komisch.
Also Leute, ja, ab 18, nicht vergessen, ich hab's auch immer wieder, wie immer, auf den Thumbnails und sowas alles drauf. Also es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich gruselig rüberkommt, weiß ich jetzt nicht, weil wir werden ja das spielen, aber es ist halt brutal. Ja, genau. Sehr brutal. Also, wir wissen auch nicht, also wir hatten das damals halt mal gespielt, aber das war vor 4 Jahren, aber die Story kennen wir überhaupt nicht mehr. Nee. Also wir wissen bloß, dass halt andere Szenarien sind. Wir wechseln auch zwischendurch auch mal die Charaktere irgendwie, aber sonst... Ja, und abgesehen davon, das Spiel ist ein Rail-Shooter. Wir laufen nicht, wir bewegen uns nicht von selbst. Okay. Wir werden durch die Welt geführt und müssen nur ballern. Genau. Hey, Moment mal. Bist voll du. Genau, Leute, das Spiel kann man irgendwie... Das Spiel ist irgendwie ganz merkwürdig, das vertauscht manchmal die Rollen. Weil in unserer Testaufnahme war ich da, also Leon, zu sehen. Was ist das denn da? Was denn? Ist das hier... Moment mal, das ist doch hier... Spanisch, oder? Spanisch? Wir sind in Südamerika. Quatschen die da Spanisch? Das ist ja Spanisch, oder? Oder Portugiesisch? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich weiß auch nicht. Guck mal, genau. Ganz viele Steckbriefe. Mädchen sind verschwunden. So viele Mädchen, ey. Warum Mädchen? Immer diese perversen Säcke. Ja, Lustmilch, oder? Echt mal. Vor allem, warum tauscht das manchmal? Jetzt bist du der zu sehen ist. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber ist egal. Das hat ja nichts mit dem Spielfluss zu tun, der wird ja nicht unterbrochen. Genau. Es ist keiner mehr hier. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ja? Einer von die fertigsten alleine. Ey, da ist das ein Schrank, ey. Wo ist denn so ein Schrank? Voll so Dwayne The Rock Johnson oder so. Hat er nicht eine Glatze? Something's wrong. Ja. Robin, irgendwas stimmt hier nicht. Fall nicht in den Brunnen rein. Es stinkt. Like a battlefield. Wie auf einem Schlachtfeld, Robin, stinkt's. Robin ist in Kacke getreten. Oh, Mann, ey. Immer diese alten Dörfer. Alter, die Muskeln, ey, verdammt, ey. Er räumt sich nach Tod. Ich glaube, hier gibt's gleich Big Trouble. Meinst du, ja? Aber so richtig. Wann kommen denn endlich mal unsere Cursor? Ich fühle mich so hilflos. Ich will hier rumballern. Okay, Alter. Ist der Brunnen? Oh mein Gott. Hä? Da kommt jemand angetrabt. Oder der Bürgermeister. Hey. Nee, hä? Warum? Robin, der hat eine Glatze und keine Schuhe an. Pass auf! Robin? What? Was? Hä? Ja, was stimmt nicht mit dem Typen? Wieso, hä? Was? Schwarz! Alter, voll den Schädel weggepefft. Boah. Was ist mit dem Typen los, Mann? So, okay. Ich bin rot, Robin ist blau. Das muss ich nachlohnen. Irgendwas ist hier anders. Oh mein Gott, Headshot! Boah, richtig hart, ey. Tja. Wir müssen ja hier auch gucken, ob wir hier unsere die als Bonus freischalten immer noch. Genau, wir müssen ja ganz viel auf Bonusdinge achten. Oh, Ash Ketchum ist auch hier, Mensch. Was tut der denn hier? Ash Ketchum. So, wir können uns hier nicht frei bewegen, wie gesagt. Genau. Wir müssen ja. Der bewegt hier. Oh, was? So, ihr müsst immer schön draufballern. Habt ihr gesehen? Da gibt's ganz viel zu holen hier. Ja, so ein Umbrella Chronicle. Nee, also ein Umbrella so Emblem. Oder sowas. Oder halt Knete. Halt unsere Waffen aufzubessern. Oder andere Waffen zu kaufen oder so. Schaltet Bonus frei. Also ein Scheiß. Genau, Bonusfilmchen. Boom! So, nicht schlecht, Kamera. Danke, Robby. Also, ey, was würde man echt machen, wenn wirklich so eine Zombie-Apokalypse wäre? Ja, keine Ahnung, Mann. Du guckst zu viel Walking Dead. Ja, Walking Dead, ja. Über eine coole Serie, oder Marcel? Walking Dead ist cool, ja. Wir sind gerade mittendrin in so einem Film, wenn du so willst. Ja, wie ist das Spiel endlich mehr so wie so ein interaktiver Film? Ja, mit Cutscenes, mit Quicktime-Events und all so ein kranker Scheiß. So, ich will ja alles zum Aufheben. Oh Robby, ist er hier wieder? Boah, Headshot, Alter. Voll Blut in mein Face gekriegt. Alter, wo kommen die alle her? Boah, Headshot. Alter, ich mache ja lauter Headshots, Robin. Sehr gut, ja. Los, einsammeln. Alles einsammeln, noch ein Emblem, geil. Die schönen Obstkörbe, Mann. Kannst du den kaputt machen hier, die armen Säcke. Die haben alle Tage und Nächte lang hier dran gearbeitet und du... Oh. Ja, ich glaube, das stört den Leuten nicht mehr. Die sind tot. Alter, die sind echt alle down. Nachladen, indem man die Remote kurz nach oben hält. Ja, ohne Wassermelone zersplasht, ey. Genau, aber schon erzählt, dass das ein Wii-Spiel ist? Nee, das ist für die Wii sogar exklusiv, glaube ich. So, warte mal, du stehst nicht mehr auf. So, schön den Kopf zerballern. Ja, schön den Lachs hier. Der steht nicht mehr auf, Alter. Oh! Alter! Und Headshot! Komm schon! Oh, verdammt. Schön. Erstmal nachladen hier. Oh, Headshot, Alter, für übel. Vom Feinsten, war Marcel? Alter, richtig. Oh, das Ash Ketchum schon wieder. Oh, noch ein Headshot, Alter, warum treffen die alle immer so gut? Das ist voll geil, da kriegt man übelst viele Punkte denn. So, okay, Robby, mach hinne. Tschüss, Marcel. Alter, mach hinne. Du Trottel. Ja, lass dir Zeit. Oh, mein Gott. Ich bin ja schon drüben. Schön nachladen hier. Und auch cool gemacht. Guck mal, jetzt war Robby, weil Robin zu sehen ist, kann er jetzt auch nicht schießen.
Das ist nur mein Cursor da. Komm, kann ich auch nicht so viel nachladen jetzt hier. So, jetzt aber. Oh. Alter, was? Alter, voll in den Kopf. Alter, scheiße. Okay. Okay, alles klar. Robby, ich glaube, wir sind zur falschen Zeit am falschen Ort. Meinst du? Ich glaube, ja, Mann. Ich kann nicht mit so vielen Zombies hier... Okay, mach die Tür auf. Aber vorsichtig, Robby. Warte, ich bin, ey. Scheiße, die wird ankacken. Was? So, abgeschossen. Alter, was sind das für Zombie? Sind das auch BOWs, bioorganische Waffen? Oh mein Gott. Kann sein, ja. Oh Gott, was ist der Baumeister? Was ist der denn hier? Sind irgendwelche Soldaten, Mann? Soldaten? Woher kannst du erkennst? Oh, okay. Na, an den Tarnmuster, Mann. Hosen. Guck mal, Schlangentattoos. Das sind Javiers Männer. Schlangentattoos? Wo? Naja, das also, ich sehe da keine Schlangentattoos, Marcel. Na, Quaus hat irgendwas gesehen gerade und deswegen... Und irgendwie, Schlange. Ich kenne keine Schlange. Checkpoint. So, das automatische Checkpoints. Alter, so, die Wellblechhäuser. Die Wellblechhäuser hier aus Stroh gemacht, hier noch welche. Mann, der Hurensohn, Alter, son of a bitch. Boah, Alter. Wer wusste, dass wir kommen? Ich hoffe, das Spiel eignet sich auch als ein Let's Play. Mhm, denke ich mal. Oh, guck mal, der Himmel sieht schön aus, wa? Welcher Himmel, Mann? Was ist denn das für ein Wasser? Das ist doch gar kein Wasser, was ist denn? Alle voller Blut schon. Irgendwie, was? Okay, da war... Boah, Shotgun! Oh, du hast die Shotgun gekriegt jetzt. Der knallt da richtig her. So, den werde ich da benutzen. So, wo ist der Typ? Voll abgeschossen. Voll den Kopf zerpäftet. Und keine Reaktion. Oh, so, schön. Shotgun. Okay. Na komm, Baby. Oh, Headshot. Schöne Ding im Nachladen hier. Warum machst du eigentlich keine Headshots, Robin? Weil die Zahl immer rot ist und das auch meine Punkte, denn. Meinst du? Ja. Also ich glaube, dass das ja meine Punkte sind. Das werden wir ja sehen hier. So, was ist das hier? Waffenwechsel? Das ist doch Pisse hier, oder was? Der Fluss hat die Brücke weggerissen. Wir müssen... Was ist das? Oh mein Gott! Oh Gott! Alter! Okay. Das sind die gierige kleine Mistviecher, wa? Scheiße, da kommen die! Rennen! Böse Nachbarn von dem Mann! Oh, Heilspray. So. Okay. Schön, sind wir... Wir sind ja nicht in Zeit! Oh Gott! Was ist denn für ein Haustier, ey? Ey, man kann doch gar nicht mehr als Haustier haben, oder Marcel? Also, ihr könnt mir so ein Vieh nicht mal. Die kannst du ja nicht füttern. Wir verwissen die füttern. Ja, mit Kindern, mit Babys oder so. Boah, voll übel. Oh, Shotgun! Oh, sehr schön hier. So, warte mal, Roy, die kannst du aber auch auswählen. Warte mal. Oh. Es kommt bestimmt eine Cutscene oder so. Ja, okay, wir drücken bloß keine Buttons. Unser Führer, wohl unser Führer. Alter, Hitler. Hitler? Hitler hat eine Brille? Wo ist der Schnurrbart? Moment mal. Oh, sie sieht ja gar nicht Hitler. Wer ist denn das? Trotzdem. Aber ein Seitenschild hat er. Wer? Hat ein kleines Mädchen? Sie, hä? She escaped from Javier's mansion. I helped her. Hey, übrigens, coole Brille. Alter, scheiße, Mann. Okay, irgendwie, der hat eine Villa, der olle Typ, der Drogenboss hier, oder? Der? Ach du Scheiße, ne, du bist ein Drogenjunkie, Drogenboss, so klar. Alter, der ist tot, Mann. Schau, bis der Babu ist, wa? Das ist unser Reiseleiter, oder was? Ja, scheiße, er ist tot. Und irgendein Mädchen ist aus der Villa entflohen und das Mädchen hat den Teufel hierher gebracht? Warum? Ja, vor allem, was für ein Mädchen? Ist ja so, hä? Ich hab keinen Plan, Mann. Ist eigentlich ein Schlange? Hand auf den Schwarzmann mit Organ. Okay, also Schwarzmarkthändler für Fies. Okay. Aber einen fetten Laptop da, wisst ihr, eine Pampa, wisst ihr. Okay, Mann. Wir müssen sie finden. Unser Führer ist tot, Alter. Okay. Jetzt mal zur Villa kommen, ach du Scheiße, ey. Bei der Kirche? Bei der Kirche, Church. Mit Boot. Okay, Mann. Tschüss, Führer. Das klang gerade so komisch. Oh mein Gott. Da wurde der gerade aufgefressen von irgendwas. Wo ist die Leiche? Abatium. Something in the water. It took him. Something in the water. Something in the water. Water. Oh, das ist ein Höllenrutsch. Alter, was ist das denn? Wir haben wieder ein cooles Emblem. Robby, haben wir eigentlich jemals das ganze Spiel komplett durch? Haben wir alles gefunden? Ich weiß das gar nicht. So, ach ja, Robby, warte mal, jetzt müssen wir uns hier entscheiden. Oh, welche Route nehmen wir denn? Na, links, rechts, Warte mal, wir gucken mal. Also erstmal wieder ein Checkpoint.
church is probably over there. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind aber sonst immer rechts. Ich würde jetzt gerne links lang gehen. Links lang gehen, ja. Dann gehen wir links lang. So, weil... Ja, nach... Nee, wir gehen mal nach links. So. Okay, Mann. Ich glaube, der Weg ist besser. Ja, hoffentlich. Weil ja alles noch, Na, jetzt alle ein bisschen kaputt und so, aber wir können ja... ja. Ach, du Scheiße. Man, kann, man kann die echt erst treffen, wenn die rausspringen. Ist das fies. So, da kommt der, ja. Alter, wollen die uns fressen? Alter! Na, die sind hier irgendwie alle mit dem scheiß Virus infiziert. Die Tiere und die... Oh, die Frösche. Das ist ja Crazy Frog. Na, der war tot. Das ist auch, so. Der ist wirklich ein bisschen aus wie der Crazy Frog, oder Marcel? Wieso, wieso hat dein kleinen Schniedel? Na, was denn? Wenn du komisch fragst. Habe ich jetzt darauf geachtet? So, okay. Oh nein, ey, das Wasser ist nicht gut. Das ist ja voll... Warum gehen die da in die... Lass uns aufbrechen, okay. Shotgun! Oh, schöne Ding, du. So, alles einsammeln, was hier ist. Alles einsammeln. Hier ist nichts drin, Mann, Robin! Oh, außer eine Alter. Frau mit Ash Ketchum und ja. Und, boah. So, ich glaube, doch rote Punktzahlen sind alles meine. Einzel, werden wir ja sehen, wer hier besser ist, wa? Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, wackel wieder so hin und her. Also nicht du, also... Also... Oh, 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 oh. Was zum Teufel? Was machen die denn da? Die springen hier rum? So, dumm, bum, 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 bum. So, nachladen, Shotgun. Sicher, ey. Okay, warte. Okay, du hast... Hier, von der, unserer Handknifte haben wir unendlich Muni. Aber von den starken Waffen eben nicht. Ja, da kann man ein bisschen aufpassen. Wieder Munition immer sammeln, ne? Ja. Okay, gehen wir über das Dach. Dup, 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 dup. Dach, über das Dach. Das ja. Ja, guck mal, die Alternativroute wäre überhaupt nicht lang gewesen. Wow, was? Ratz, ratz. Einer von den Nüsse. Was? So. Okay. Nein, Robin! So, Checkpoint wieder erreicht. Das ist die Kirche. Wie hat er denn die Kirche gesehen? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch. Und irgendwo war ich gerade mit A. Da ist er mit A. Also, was ist das zum Holen? So, ich habe Gras gefunden. Yeah. Gras? Was? Oh! Alter! Was ist das für eine Scheiße? Was war das denn gerade für ein Vieh? Nein, nee, was war denn das? Ich hab keinen Plan, Mann. Ich benutze mein Messer, wir haben auch ein Messer. Geil, mach mit. Oh, slash, slash, slash. Okay, okay. Wir Fruit Ninjas, war das? Was? Voll die Nüsse. Alter. Boah, noch mehr Frösche hier. Okay, ich mach den linken, du den rechten, oder was? Okay, bum, bum. Wir ein bisschen teilen hier, dass er ihn nicht angegriffen wird. Toll, Robin. Ich wurde angegriffen, nicht du. Stimmt. Okay, okay. Okay, okay. So. Oh, es waren noch zwei hier. Oh, da kommt noch mehr, da kommt so es viele! Kommt noch mehr! Was, was, was? Jetzt reicht's! Marcel, wir rein in die Küche, Vater! Shotgun! In die Küche! In die Küche! In die Küche, willst du in die Küche? In die Küche, mein, in die Küche! So, okay, lass mich nachladen! Ich heb mir die. Oh! Ich heb mir die Shotgun mal auf! Wait! Mal sagen, wer wisst, was hier für ein. Moment mal! Das Mistvieh kommt da sicherlich wieder hier! Das Riesenfieder, das Loch Ness Monster oder was auch immer das war! Also, Robin, hörst du was? Ist das sie? Alter, wer ist denn das? Holla, die... Oh, Entschuldigung. Wieso hat die so... So perfekte Haare, wo die hier voll... Ih, was ist denn das? Hä? Ich glaub, die hat ihre Tage. Hast du gerade gesehen da? Ne? Ih, guck mal! Ih, was ist denn das? Okay. Alter, ist das eklig. Oh, voll die... Blauen Augen. Alter! Ist das Vieh, was uns gerade angegriffen hat? Das ist das Vieh, was uns angegriffen hat. Komm, die müssen noch schnell fertig machen. Okay. Oh, Alter, was? Okay, auf den Kopf ballern hilft. Da unten ist die Energieanzeige. Wie zur Hölle sollen wir das Vieh töten? Einfach Robin! Schießen! Einfach schießen auf die Fresse. Oder da liegt was. Jawohl. Jawohl, leider. So. Oh, TMP, Mann. Oh. Ich baller einfach auf den Kopf, Mann! Kennt ihr auch irgendwie Handgranaten? Warte mal, ja, du, ich glaube, wir machen jetzt mal hier. Hier, wir sind jetzt mal kurz im Stoppmenü gemacht. Hier kannst du die Waffen wechseln. Du musst dich ja irgendwie raufziehen. Okay, du hast Granaten. Okay, ja. Zieh dir das mal auch. Wie macht man denn nochmal? Warte, wenn ich jetzt Granaten haben will. Aha, okay, gut. Aber der Buste dumme ist, wir teilen uns die ganze Munition, ja, ne? Genau. So, und dann auf dem Digi-Kreuz auswählen, alles klar? Okay, du nimmst Popgun, ja, oder? Pumpgun. Shotgun! Shotgun, ja. Genau, so das, ist ein Gewehr. Okay, also, okay, ich nenne sich trotzdem weiterhin Shotgun. Ja, ja. So, okay. Ach, da war nur. Voll beide falsch. Boah, oh, Alter, wo ist der Granaten, Mann? Ich hab gerade mit Granaten geworfen. Alter, schon voll tot, gleich. Alter, der ist richtig getaunt. Schnell, Mann! Im Freien haben wir bessere Chancen!
Wo ist das hin? Alter, die Kanzonen groß sind viel so schnell. Ach, du Scheiße, Mann. Mitten im Wasser. Nachladen. Okay. So, ich hab nur 133 Schuss, Mann. Der muss reichen. Oh, ich hab noch unendlich Schuss. Ich hab nur unendlich Schuss. Ist ja schön, Mann. So, wo ist denn? Da! Wo? Da? Wo? Wo denn? Oh, oh, Alter! Wo geht du auf die Fresse? Der bringt irgendwie gar nichts. Irgendwie, Die Energie ist nicht weiter runtergegangen. Irgendwie nicht, nee. Irgendwie ist es zwar schon im roten Bereich, aber irgendwie. Alter, was ist das für ein Mistvieh? Alter, schieß auf die Kirche. Okay, warte mal. Die Kirche, lieber gegen den Dickbauch da. Voll auf den Kopf geballert. Voll Schädelhöhentrauma. Alter, was ist denn? Was für ein Tier soll das denn sein? Voll geflohen. Vielleicht ein Krokodil, wa? Ich hab keine Ahnung, was für ein mutierter Scheiß wie das sein soll. Aber Freunde, der erste Part ist so gesehen vorbei. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Tatsache, Mensch. Die erste Mission ist auch durch. Passt ja. Aber wir gucken uns das mal an. Was zur Hölle? Die hat ihre Tage, Marcel, oder? Alter, guck mal. Die guckt nochmal genauer hin. Hä? Alter, was ist hier los, Mann? Sie hat schöne Augen. Die blauen, meine ich. Was haben Sie erlebt, Mann? Erzähl mir alles. Nicht Sie, was, Sie kleine Witch. Nicht, was du jetzt denkst, Marcel. Okay, Leute, guck mal für den Rang. Guck mal! Ja. Mensch, wer hat die meisten Punkte? Hm? Hä, wieso hast du so viele Punkte? Bestimmt wegen dem Boss. Oh, guck mal, Rang A, Rang S, Rang A. Oh yeah, für geil. Ohne Not, ohne Dings geschafft, cool. Gesammeltes Gold. Ohne Schaden, ist klar. Wie soll man das denn schaffen? So, okay, erst müssen wir in Rang A. Das ist schon mal ganz geil. Wir schaffen niemals alles, Leute. Aber ich würde mal sagen, das war's für heute, nicht wahr? Für den ersten Part, ja, oder? Das sind 20 Minuten. Ja, das hat Sachen mit. Auf jeden Fall so. Oh, du hast folgende geil. Waffe erhalten. Wir haben das erhalten. Wir haben Leon S. Kennedy erhalten. Jack Krauser. Und den Führer. Und den Dorfbewohner-Zombie. Das sind, glaube ich, alle so eine Archivdateien. Ja, nice. Springender Menschenfresser. Sieht so aus, ja. Alter, warum haben wir denn schon so viel erhalten jetzt? Ja, okay. Weil wir haben ja auch etlich viele die Umbrella, hier diese Teile da gesammelt. Waren das echt so viele? Ja, das waren richtig viele gewesen, was wir da gesammelt haben. So Leute, das ist bis hierher und nicht weiter. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Let's Play. Romy, freust du dich denn, du? Ja, aber richtig, ey. Wir haben es ja so lange geplant, aber nie wirklich geschafft irgendwie, weil du hast irgendwas gehabt und ich hatte jetzt Prüfung gehabt, Mensch. Und wir hatten immer Stress irgendwie, aber jetzt wollen wir es durchziehen, Mann. Auf jeden Fall. Das Spiel wird geil. Ich freue mich richtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.